Okay, herzlich willkommen wieder bei Mafia 3. Ja, wie ihr seht, bin ich hier unten noch in Sinclair Parish unterwegs. Hinter mir ist das Graslabor zu sehen. Es gibt hier noch eine Reihe von Aufgaben zu erledigen, um auch in der Hauptstory vorwärts zu kommen. Dazu gehört jetzt zum Beispiel der Punkt im French Ward, dass man hier sich mit das Böse im Menschen auseinandersetzt sozusagen. Das Böse, das Menschen tun. Corey ist wieder da und sucht nach Blut, mit dem er die nächste Schlagzeile des Tatler drucken kann. Da geht es um irgendwelche Sexgeschichten. Wir haben hier noch mit Drogen zu tun bei Big Jims Ärger in der christlichen Drogenszene. Was bitte? Christliche Drogenszene, klar doch. Big Jims Ärger mit der örtlichen Drogenszene macht ihn für eine Zusammenarbeit empfänglich, genau. Und hier oben lässt sich dann noch mit Blut und Öl in Tick for Harbor ein weiteres Kapitel in der ganzen Geschichte aufschlagen. So. Ja, ist die Frage, womit wir anfangen. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich würde aber sagen, dass wir hier einfach mal im French Ward weitermachen und uns hier mal weiter umsehen, was es für Aufgaben gibt. Und ihr wisst, der Rest wird sich im Spiel erstmal zeigen. Ansonsten wünsche ich euch nach wie vor viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin im Bayou und brauche was Wie zum gehabt Fahren. freue ich mich Hi, natürlich jederzeit wie über ist Ihre Kommentare Vorführung? und ja, gute Kritiken, logisch. Und auch Anmerkungen, was man immer besser machen kann, Einmal sind Auto, auch wie gerne bestellt. gesehen, Ich weiß klar. das zu schätzen. Jo, ansonsten erstmal viel Spaß beim Zuschauen.
Achtung! Vorsicht, du blöde Sau! Das fängt ja gleich gut an. Von wegen blöde Sau. Das ist doch nett. So, damit bin ich die Cops erstmal vorübergehend los. Schauen wir mal, was Cole hier zu erzählen hat. Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse ist. Manche dieser Scheißsachen mit den Armen. Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im Frenchport eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Der eine Puppe da drüben ist wohl ein bisschen eingefroren. Da bewegt sich ja überhaupt nichts. Verzeihung. Ah, jetzt bist du mal aufgewacht. Und schon wieder eingefroren. Na gut, ist nicht so wild. Was ist? Ich habe ihr gesagt, nicht solange du unter meinem Dach wohnst. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sie diesen Ärger... Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Nein, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich brauche eine Lieferung raus zum French Ward. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ich weiß das zu schätzen. Siehst du was, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Gut, die Munition ist wieder voll. Beim Sprengstoff müssen wir mal schauen, was wir da alles brauchen. So, Nachschub. Eigentlich bin ich da schon gut ausgerüstet. Das passt. Hab ihr Waage also Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Da kann ich dir im Moment nicht helfen, tut mir leid. Okay, also es gibt auch im Moment kein Kickback zum Einsammeln. Dann schauen wir uns mal an, was es hier noch zu bereden gibt. Bin ich wohl... Huch, hoppla. Ein Stück zu weit abgebogen. Eieiei, schon wieder so ein Scheiß. Ach so. Sehen wir da drüben nach. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Muss nachladen!
Wagen! Gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass das funktioniert. Komm, geh raus. Dass die Geister, die ich rief, mich hier nicht finden. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Jetzt müssen wir halt mal ein bisschen abwarten, bis die Cops sich hier wieder verziehen. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wer sagt's denn? Geht doch. Hier ist es ganz schön dunkel. Was steht denn da für ein Zeug rum? Halber Jahrmarkt. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran. Aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, Sie zum Reden zu bringen. Okay. Dann wollen wir mal diesen Typen etwas auf den Leib rücken. Mal sehen, was wir da noch rauskriegen können. So. Ja. So oder ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Die Karte ist rammelvoll mit Symbolen. Ich habe 4 Sicherungen. Das heißt, ich kann eigentlich mal mit dieser Sicherung hier anfangen, das Viertel freizuschalten. Ist schon mal die erste Sicherung wieder. Und da links hinten irgendwo sehe ich noch eine. Die werde ich mir mal angeln, wenn es geht.
Leute! Ja, mach diesen Sack voll Scheiße tot! Im Visier! Hopp! Hier läuft eine Einheit. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten farbigen männlich im French Ward. Bitte über schon wieder auf der Flucht. Leute, wollt ihr mich ärgern? Aber wenigstens kann man hier flüchten. Okay. Nett. Der führt einen Krach gleich zum nächsten Krach. An alle Einheiten. Ob man will oder nicht. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Und die Jungs sind hier scheinbar im Gebäude. Dann ist die Frage, wie kommt man hier wieder rein? Die ersten wohl da unten. Mich zu verletzen, braucht es mehr als dich! Ich steck hier fest! Hey! Ich stecke hier fest, Leute! Buchse hat ihn kalt gemacht! Das ist deine eigene Schuld! Hält mich unter Dauerfeuer! Scheiße! Gute Start! Der Wichser hat mich getroffen! Totes Arschloch auf 12 Uhr. Oh, Treffer! Ich neig dich zu machen. So viel Blut. Zieht euch alles Blut an. Okay. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Hat aber einwandfrei funktioniert. So viel Blut. Damit seht euch alles Blut an. Will da noch jemand was? So viel Blut. Ich habe zwar keine Ahnung, wen ich da jetzt erledigt habe. Aber es hat jedenfalls funktioniert. Was sprechen denn hier die Ziele? Frage die Zuhälter. Erledige Herrn zum Harris Vollstrecker.
Ach, und da habe ich den Ernie Lupo schon erledigt. Das war jetzt der Zufall, der mich hierher geführt hat. Ist okay. Ist echt okay. Wo bin ich denn jetzt hier auf der Karte unterwegs? Dort. Hier scheint noch eine Sicherung zu sein. Die nehmen wir doch gleich mal mit in Angriff. Wie? Die ist bloß ums Eck. Okay, dann gehen wir halt einmal ums Gebäude rum. Ja, und wo wollt ihr mich jetzt hinführen? Na, ihr habt Nerven, da unten so eine Sicherung zu verstecken. Irgendwie geht hier der Explosionssound flöten. Leute, ihr habt Tonfehler in eurem Spiel. Okay. So haben wir nur auch nicht gewettet. Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Bin gleich da. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Auch. Und direkt in die Bank. Oh. Hoppla, hey. Eine Lieferung raus zum French Ward. Komme schon, nur einen Augenblick. Siehst du was, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. So, einmal Munition, dann Sprengstoff. Dann hier noch. Gut ist. So, und dann kann ich eigentlich auch mal wieder ein Auto gebrauchen. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich weiß das zu schätzen. Da, bewegt euch! Ja.
Und kommt ihr jetzt? Wo ist die Karre, die ich da gerade erledigt habe? Scheiße. Also für sowas sind Annäherungsminen ja mal wirklich genial. Rausfallen lassen, kavum. Okay. I will tackle a topic that is ripping this country apart. The great cities of this nation are in flames, from Baltimore to Oakland, from Kansas City to New Bordeaux. This hate, this violence, this cancer threat. Gut, also die Sicherung wird in der Garage sein. Genau. Hallo, wo bin ich da jetzt rein? Ah, da ist die Tür. Gut. Jo. Das nächste, was ich dann hier sehe, ist erstmal dann dieses hier. Da würde ich fast meinen, es wäre sinnvoll, erstmal hier diese Sicherung freizuschalten. Gut, machen wir uns mal auf den Weg zum Sicherungskasten. Okay, die Sicherung ist also unten drin. Ich hatte gehofft, die liegt auf dem Dach, aber nein. Da kommt mal wieder nicht rein. Leute. Wo ist denn jetzt mein Auto abgeblieben? Du gehörst nicht in diese Gegend, Kleiner.
Da ist es. Molly! Jungs, wo seid ihr? Keiner tut euch was. Genau, da wollte ich eigentlich hin. Passt doch. Ja.
Wie mache ich das jetzt? Am besten mal mit so einem Screaming Sammy. Ich sollte lieber herausfinden, wo der Drecksqualm herkommt. Der Qualm kommt aus der Voodoo-Puppe da. Und der stinkt wie der Arsch deiner Mutter. Blickst du dem reinen Bösen ins Gesicht. Wo der wohl hin will? Ich rufe die Polizei! Scheiß drauf, ich geb's auf. Ich hab ein Geheimnis, Freundchen. Keine falsche Bewegung. Verdammt, wer bist du? Du erzählst mir jetzt alles über das Plauhaus. You are treating me right. Wer zum Geier kommt dafür auf? Out of my sight. Hey, Big Mama. Hey, Big Mama. Hey, halt den Marken! Halt an! Mach's Maul auf, heute noch. Seh mich doch an! Wer erzählt schon so einem wie mir was? Hältst du das hier für ein Spiel? Oh, jetzt bin ich auf den Kopf gefallen! Ich hab ein scheiß Gedächtnis! Jetzt lass was hören, du Schwarzlutscher! Als Kind bin ich auf den Kopf gefallen! Ich hab ein scheiß Gedächtnis! Rede mit mir, Arschloch! Als Kind bin ich auf den Kopf gefallen! Ich hab ein scheiß Gedächtnis! Jetzt lass was hören, du Schwarzlutscher! Wenn ich was wüsste, würde ich sagen. Rede mit mir, Arschloch! Aber der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Du solltest dir einen neuen Job suchen. Moment, da sehe ich schon das nächste Ziel auf der Karte. So, diese Sicherung kann ich schlecht freischaufeln, wenn die sich natürlich mitten auf einem Polizeigelände befindet. Das ist natürlich sehr bescheiden. Interessanter ist da eher die Sicherung. Weil eigentlich sollte ich es fast probieren, diese Versicherung hier freizuschalten. Mal sehen, ob ich die finden kann. Ja, klar, mitten auf dem Gelände. Gut, wie weit kann ich den werfen?
Blödsinn, was ich verursache. Es ist eine verdammte Voodoo-Pumpe-Zentrale. Pass auf! Sagen wir mal, das war ein Versehen. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Hier hinten war ich ja schon mal. Yes, because she's shopping for slip covers and upholstery. Ach ja. Manchmal nicht so einfach, wenn einen dann doch die Gegner austricksen und einem die Polizei auf den Hals setzen. Manches könnte einem doch echt erspart bleiben. And easy to make the perfect selection for your living room? Living room. Prices start at $44 for a chair and $88 for a sofa. Plus, Holton's gives you months to pay. Call Holton's today and find out how easy it is to shop for upholstery the easy way. Holton's department store has more of what you're looking for. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Yes, ma'am. And Swiss delicious foods is so satisfying, and the bubbles are so filling, it keeps me from eating something that might put on the pounds. That's your secret with cola. Everyone loves Swiss cola's sparkling, fading taste. Nothing refreshing. Oh, no. Schaffen Sie den Kreislauf von mir. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte helfen, weil der Telefon braucht. Warte mal eine Sekunde. Sie
sie damit gefährlich sich auf alle Fußball. Weg hier! Oh Gott! Ich. Achtung! Wie zieht Doc Gaston seine Drogengeschäfte auf? Wir bekommen eine verdammte Tonne Hasch per Boot. Hallo? Ich verrate euch wo. Die Leitung ist tot. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Ich brauche eine Nachschublieferung im French Ward. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ich habe zu viel Kohle dabei. Bin im French Ward. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Irgendwas, das ich nicht brauche. Melde dich, wenn du mich brauchst. Gutes Timing. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Los geht's! Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Klar doch.
bist nicht so gut. Verpasst den Loch! Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Warte mal eine Sekunde. Schatz, vielleicht könntest du mich losbinden. Gut, mehr oder weniger, fast unfreiwillig haben wir schon wieder was erledigt. Inzwischen ist auch die Schadenssumme komplett erreicht. Es geht irgendwie immer schneller, als die ganzen Aufgaben zum Thema erledigt sind. Das ist manchmal echt erstaunlich, wie schnell man das Geld beieinander hat. So, jetzt ist echt die Frage, wie komme ich hier aus diesem Loch wieder raus auf die Straße? So jedenfalls nicht. Ah. So auch nicht. Irgendwie komme ich mir gerade gefangen vor.
da raus? Nein. Ihr wollt mich verkohlen, oder? Dann machen wir das jetzt mal ganz anders. Bin ich denn da jetzt? Ich bin da oben. Da ist die Frage, wo komme ich da wieder an? Ans Tageslicht. 30.000 Studenten und Bürger protestierten damit gegen die Einmischung der USA in Vietnam. Da vorne wird's hell. Was soll denn der Spruch? So, jetzt holen wir erstmal. Oh Gott, Huch, Hilfe. Klar, nein, hab ich nicht. Bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll, direkt in die Bank. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ich brauche eine Lieferung raus zum French Ward. Komm ich schon, Wagen, du meine Augen. Ich weiß das zu schätzen. Oh, sorry! Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. So. Wie geht's? Gut, also. Wir sind hier schon eine ganze Ecke weitergekommen in dem Viertel. Und haben hier schon ganz gut aufgeräumt. Jetzt geht's mal darum, noch ein paar Sicherungen freizuschalten, um da noch ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, was sich wo hier in der Stadt versteckt. An der Stelle würde ich jetzt gerne einen Breakpoint machen. Eine Stunde Spielzeit ist rum. Es ist dann auch so langsam Zeit, mal ins Bett zu gehen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Morgen geht's dann ganz normal wieder in die Arbeit für jeden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß hier dabei, weil es ja doch relativ zügig ging, wenn auch mit ein paar Verwicklungen. Die ganzen Aufgaben hier zu erledigen war lustig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ja, wie gehabt, hinterlasst ruhig mal den einen oder anderen Kommentar zu dem Film. Und ja, über ein Abo freue ich mich natürlich auch vom Kanal, sodass der noch ein bisschen bekannter werden darf. Das ist immer gerne gesehen. Wer Tipps und Tricks auf Lager hat, wie man die Filme hier noch besser machen kann, das ist natürlich auch immer gerne gesehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, haltet die Ohren steif, ja, und bleibt dran. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.